So geht es zu und her in einem der modernsten Logistik- und Versandzentren von Europa. In Willisau, wo früher Legosteine produziert worden sind, hat die Compitec-Gruppe am 16. Juni für interessierte Besucher ihre Türen geöffnet. Was die Compitec genau macht, erklärt jetzt der Roland Brack. Er ist der Chef, Firmengründer und Inhaber der Compitec-Gruppe. Also wir machen Versand und E-Commerce eigentlich für Elektronikartikel. Und unser Alleinstellungsmerkmal ist das grosse Sortiment. Wir haben das grösste Elektroniksortiment in der Schweiz, das ab Lager lieferbar ist, mit etwa 40'000 verschiedenen Artikeln, die hier gelagert sind. Die Compitec verschickt jährlich bis zu 650'000 Päckchen. Dank der Next-Day-Lieferung kommen die Päckchen, die am Vorabend bestellt worden sind, schon am nächsten Tag an. In der stark wachsenden Firma sind die Räumlichkeiten am bisherigen Standort zu Megenwil zu klein geworden. Wir haben nach einem Gebäude gesucht, das schon steht. Und haben das Glück gehabt, dass wir das tolle Gebäude hier in Willisau gefunden haben, das optimal auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten eigentlich war. Und so sind wir auf Willisau gekommen. Der ehemalige Stadtpräsident von Willisau, Robert Kühn, verweist auf die lange Geschichte, die das alte Lego-Areal hinter sich hat. Wir erinnern uns, im Jahr 2006 sind hier im März die letzten Maschinen von der Lego ausgeräumt worden. Und dann ist es ruhig geworden. Das war eine schwierige Zeit. 7, 8, 9 hat man das Gefühl gehabt, es passiert da gar nichts. Bis dann im November vom Jahr 2010 der Kontakt mit dem Herrn Brack stattgefunden hat. Wir im Stadtrat zu Willisau damals im Dezember den Herrn Brack können empfehlen. Und sage und schreibe bereits im Januar vom Folgejahr, dann im Jahr 2011, der Kaufvertrag unterschrieben worden ist. Die Gemeinde Willisau hat umgehend reagiert, wo die Compitec-Gruppe Ende 2010 Interesse am alten Lego-Areal gezeigt hat. Anschliessend für den Einbau von dieser Logistikanlage gebraucht hat, dass man dort die Unterstützung bietet. Das auch natürlich vom Kanton. Auch für den André Marti von der Wirtschaftsförderung Luzern hat das Projekt einen grossen Stellenwert gehabt. Dass das hier ist, in einem Gebäude, wo wir eigentlich ein langfristiges Problem wieder lösen oder ein Gebäude, das wir wieder mit Leben füllen wollen, hat es erst recht natürlich einen Stellenwert gehabt. Also für uns eine doppelte Freude gewesen, dass wir jetzt da können wieder einen guten Nutzer in das Gebäude hineinbringen können. In dieser Lage, an diesem Ort in Willisau. Der Roland Brack ist sehr zufrieden damit, wie sich alles von der Idee bis zu der Realisierung entwickelt hat. Ja, es ist ein sensationelles Gefühl. Wir haben jetzt anderthalb Jahre lang gearbeitet und auf den Tag hin gearbeitet, eigentlich, dass die Anlagen aufgebaut sind und dass wir es in Betrieb nehmen können. Von dem her, da fällt einem schon ein Stein vom Herz. Die Büros von der Compitec befinden sich nach wie vor in Megenwil. Der Umzug vom Logistikzentrum von Megenwil nach Willisau hat für die Mitarbeiter ein paar Veränderungen mit sich gebracht. Was der Umzug für die Mitarbeiter genau bedeutet und mit wie viel Aufwand ein Umzug verbunden ist, zeigt André Marti von der Wirtschaftsförderung Luzern auf. Ja, das ist tatsächlich immer eine riesige Herausforderung bei einem Firmenumzug, weil die Mitarbeiter sind das Kapital von einer Firma. Ohne die Mitarbeiter, die Erfahrung mitbringen, kann das nicht funktionieren. Und das ist natürlich hier außergewöhnlich gut und außergewöhnlich eigentlich auch ernsthaft betrieben worden. Es zeigt genau das, oder, dass die Mitarbeiter sich sehr positiv eingestellt haben auf diesen Umzug auf Willisau. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten etwa 200 Gäste hier, Mitarbeiter mit ihren Angehörigen. Das war ganz in einer frühen Phase. Die sind mit Gar angefahren am Samstagmorgen. Der Robi Küng, damals noch Stadtpräsident, und ich haben die zwei Gar-V-Leute in Willisau in einer Stadtrundfahrt umgeführt, haben dann etwas erzählt über Willisau. Und das ist natürlich extrem wichtig, solche Sachen, dass die Mitarbeiter eben nachher emotional irgendwo mit der Sache dabei sind. Die Mitarbeiter sind am Tag der offenen Tür mit dem Velo von Megenwil nach Willisau gefahren. Sie haben symbolisch einen Schlüssel für das Gebäude überreicht. Das ist natürlich wirklich für uns ein ganz, ganz gutes Zeichen gewesen, dass da nicht nur der Chef will, sondern dass die ganze Firma will, hierher kommen. Dass sich der Standort Willisau in Zukunft bewährt, davon ist der Roland Brack überzeugt. Ja, also für uns ist da eindeutig eine langfristige Perspektive. Wir haben vor, in den nächsten 2-3 Jahren unser Sortiment in der Grössenordnung nochmal zu verdoppeln. Und vom Gebäude her ist es so, dass es jetzt erst etwa so zu einem Drittel gefüllt ist.
Also wir haben da relativ viel Reservekapazität, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben, dass wir wirklich unser Wachstum für die nächsten paar Jahre da problemlos abdecken können. In der Halle des alten Lego-Areal ist also dank der Compitec-Gruppe endlich wieder Leben eingekehrt und es wird fleissig gearbeitet.